Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64, kurz vorm nächsten Bosskampf. Blehehehe. Du hast all diese gruseligen Warnungen ignoriert. Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten und davonzulaufen? Was ist eigentlich los mit dir, du Noob? Leg dich nicht mit Tutan Cooper, den getreuen Diener von König Bowser, an. Ich meine, du sollst bräuen. Okay. Okumbaro, du kannst gleich scannen. Ich mache erstmal hier den Powersprung. Das ist Tutan Koopa. Er ist einer von Bowsers Schergen. Sein Auftrag ist es, einen der Sterne zu bewachen. Ich hörte, er leidet an einer Art Pharao-Komplex. Maximale KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung ist gleich nicht vorhanden. Er greift an, indem er Panzer von dort oben herabwirft. Versuche in Abwehrhaltung zu gehen, wenn er Magie einsetzt. Seine magische Angriffskraft beträgt 2 und tut mächtig weh. Außerdem ruft er Chomps zu Hilfe. Sie sind ihm treu ergeben. Diese Chomps verfügen über beachtliche Angriffskraft. Überlege dir genau, wen du zuerst angreifst. Tutan Cooper oder Chomp. Hehehe. Komm, Chomp. Fass den Eindringling. Okay, komm, Baro. Dann kannst du direkt den nächsten scannen. Das ist ein Chomp. Ich bin mir sicher, du hast schon mal von Chomps gehört. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung gleich 3. Sie bestehen aus einem so harten Material, dass die meisten deiner Angriffe sie nicht mehr kratzen. Ich hörte auch ein Gerücht, dass Chomps ein wenig sauer auf Tutan Koopa sind, weil er sie so schuften lässt. Ich würde mal sagen, hierzu brauche ich Bombette. Also werde ich jetzt erstmal mit dem Powersprung Tutan Koopa angreifen. Autsch. Was tat weh? So, ja, ich werde nochmal den hier angreifen. Haben wir schon mal 18 und hier wechsle ich mal. Auf Bombett. Hehehe, ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune. Autsch. Damit habe ich jetzt nicht. Ich sehe es noch. Ich sollte mich vorsehen, aber es hat nicht so geklappt, wie ich es mir eigentlich hätte vorstellen sollen. Aber ich mache sehr guten Schaden. Also, ich denke mal, wir kriegen das hin. Ich habe so früh gedrückt. Ich mache nochmal den Powersprung. Wunderbar. Nicht schon wieder. Es sei denn, erwischt sich selbst. Okay. Dann würde ich mal sagen, Powersprung auf den hier. Und Bombette, du kannst jetzt mal deine Powerbombe machen. Easy GG. Moin. Oh, komm her, Chompy. Was machst du? Au, Hilfe. Das war der schnellste Bosskampf ever. 4 Minuten?
Shining Star. Kapitelende. So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhamun, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Mama wurde befreit. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen? Speichern und weiter. Oh, hallo, wie geht es euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhamun geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Dieser Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Tupa Blupa stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne. Nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit? Wir haben ein Problem. Was ist los, Kami Koopa? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir. Psst, psst, psst. Was? Der Stern ist aus Tupa Plupas Schloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Super-Blooper-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Super-Blooper herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gibt es keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Auf in die Bibliothek! Will ich es mal sagen? Peach hat bestimmt eine unterirdische Bibliothek. Aber das wird bestimmt wieder problematisch werden. Kann ich eigentlich wieder Tagebuch lesen? Nein, Tagebuch ist nicht da. Och, Bowser. Bin ich jetzt nicht nett. Aber ein Tagebuch lesen. Draußen stehen noch immer die Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein. Na guck mal, da ist ja schon eine Bibliothek. Da stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Okay. Ich kann mir auch nichts anschauen. Ganz vorsichtig. Und ich gehe einfach so lang. Vorsichtig ist nicht mein zweiter Vorname. Was, Prinzessin Peach? Ja, okay. Ihr wisst, dass es euch nicht erlaubt ist, euer Zimmer zu verlassen? Es tut mir leid, aber ich muss euch zurückbringen. Ja gut, vielleicht sollte ich doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und schon wieder werde ich wie ein Müllsack behandelt. Schlimm. Bist du in Ordnung, Prinzessin? Haben sie dir wehgetan? Ich bin in Ordnung, danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Nächstes Mal wirst du es schaffen, Prinzessin. Ich glaube nicht. Wenn ich mich einmal verbaut habe, ist meine Konzentration eh am Arsch.
Ganz vorsichtig, ASMR-Lei. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Warten, bis der Diener dort ist. Und ich kann nicht so leise reden, das tut weh. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Wie weit er kommt. Oh, okay, da kommt wirklich ziemlich weit nach vorne. Du hast den Kampfwutorden erhalten. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. Okay, das ist praktisch. Hey, hast du schon von Meister Tuba Bluba gehört? Man erzählt, dass es lieb, Geister zu verspeisen. Geister, wie? Meister Tuba Bluba? Er lebt tief im Nimmer-Nimmer-Wald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tuba Bluba lebt in einem Schloss über der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegen eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tuba Bluba manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter, mit dem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist so gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr, nachts alleine aufs Klo zu gehen. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musstest du mir das erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Tuba Bluba unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht mal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Tuba Bluba muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tuba Bluba ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand düften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist. Was, wenn Tuba Bluba dich hört? Er wird uns beide verschlingen. Aber dann noch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist es ja ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink. Tuba Bluba hat also doch einen Wundenpunkt. Wenn wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du auch gerade jemanden sprechen gehört? Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach! Wie seid ihr hierher gekommen? Es tut mir leid, dass du das tun zu müssen, aber ihr müsst nun sofort zurück auf euren Zimmer. Da oben ist aber ein Item. Twink, hol das Item. Oh nein. Das Item. Meint ihr, besser am Hammer können wir neue Orte suchen? Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternhafen zurückkehren. Mein Name ist Marmar. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk. Mario Sternkraft erhöht sich auf 2. Mario hält die Sternkraft Wiegenlied. Wiegenlied lässt alle Gegner in tiefen Schlummer sinken. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaube an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig. Denn ich bin einer der hohen Sterne. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Mama, Ende. Ich kehre einstweilen in den Sternhafen zurück. Wie es wohl meinen geliebten Sternhafen ohne den Sternstab ergangen ist. Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal zu dem Archäologen, denn wir haben ja in der letzten Folge auch noch ein Artefakt gefunden. Das würde ich dann gerne mal abgeben. Na, mit euch will ich nicht reden. Und auch nicht kämpfen. Tschüss. Er ist so Geister, ne? Geister. Geister. Weißbrot. Am Bett bitte regle.
Dim, dim, dim. Ich will nicht mit euch kämpfen. Ihr bringt nicht so viele Erfahrungspunkte. Ich sag doch, ich will nicht mit euch kämpfen. Hier ist der richtige Weg. Oh, not again. Bombett, regle bitte. Ich muss sagen, easy GG. Einmal können wir das noch machen. Oh, not again. Ich dachte nur den Archäologen. Das ist er. Warte mal, dann holen wir doch mal kurz Koopa zurück. Ach, was für ein Jammer. Noch immer nicht der Funken eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment. Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst. Es sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus. Trügen mich meine Augen? Oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte, würdest du es mir überlassen? Ein Hoch auf Mario, unwerfend, alter Junge. Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Du musst eigentlich nur 3 Schritte nach Osten und dann 2 Schritte nach Norden. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, da hast du es. Nun hast du auch den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an der Erinnerung daran, alter Junge. Okay. So, erstmal meine PP wieder auffallen. Ich brauche ja Para-Carry. Und weiter. Dann war ja auch noch so ein Block, was ich weghammern konnte. Oh, ich hoffe, der Vogel ist jetzt nicht wieder da. Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Einmal rüber, amigo. Hey, erster Angriff erfolgreich. Ich mache ein Erdbeben. Und du kannst so angreifen. Bringt mir ja überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr. Ist schon irgendwie mies. Aber immerhin habe ich einen PP-Punkt wieder zurück. Was hier mit dem Block? Weiß es nicht. Meine ja. Irgendwo war ein Block, das man anhämmern konnte. Da oben? Ich weiß es nicht. Nochmal Erdbeben. Sonst ist die Folge eh 20 Minuten lang, dann würde ich das offscreen suchen gehen. Und dort in der nächsten Folge dann weitermachen. Hier kommen noch Erfahrungspunkte. Irgendwo war nämlich ein Block, den man zerstören konnte, das weiß ich noch. Ich war so ganz am Anfang. Geh nochmal kurz hier hoch.
Du hast es nicht. Komisch. Mal gucken. Ich wollte dich eigentlich wegkämmern. Eigentlich braucht ihr ja überhaupt keine Erfahrungspunkte, aber na gut. Dann haben wir zumindest einige Kämpfe gemacht. Ob wir jetzt keine Erfahrungspunkte bringen. Okay, er hat sich einfach Elgato Link verabschiedet. Ich weiß nicht wann. Okay, ist jetzt ziemlich gut gelaufen, aber gut. Kann man nichts machen, ist dann halt jetzt so. Frag mich jetzt nur, wo der Ort war, ist mit dem Hammer. Ist auch nicht im Augenmerk mal gesehen, dass es manchmal ausgeschlagen hat. Kann man sehen, dass ich so im Spiel vertieft war. Ich das nicht mehr bekommen habe. Autsch. Okay, die mache ich jetzt einfach so fertig. Die mache ich jetzt einfach so fertig. Ich habe einfach echt keine Erfahrungspunkte. Und blocken kann ich die immer noch nicht. Kampf bringt ja nur Erfahrungspunkte. Auch nur Münzen. Frag mich nur, wo der Ort war mit diesem Block. War der ganz am Anfang? Naja. Ach, hier war der. Ich kann schon wieder jemanden aufwerten, okay? Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Welcher Malzschreiter soll aufgestuft werden? Ja, das macht Paracarry. Er erlernt Abtransport, sagt Tschüss zu seinem Gegner. Das ist praktisch, aber... Nee, dann nehme ich lieber Gumbario. Aber wenn ich schon gegen Gegner kämpfe, möchte ich auch besiegen und die Erfahrungspunkte kriegen. Mache ich Paracarry als nächstes. Second Sweep wieder zurück. Oh, back to the roots. Oh, ein Ei. 5 KP, okay. Nichts, auch nichts. Und auch nichts. Okay, dann können wir doch so langsam mal wieder zurück, ne? Guten Tag, mein Herr. Dieser Zug fährt nach Todd Town. Wollen Sie einsteigen? Ja, bitte. Achtung, der Zug nach Todd Town fährt nun ab. Tschu-tschu. Würde ich jetzt nochmal in die Röhre gehen? Todd Town, Todd Town. Todd Town.
Ja, da war ja auch noch so ein Steinröhre. Würde ich auch mitnehmen wollen. Erstmal gebe ich den Samen ab. Magischen Samen. Warte, wo führt er mich das denn nochmal hin? Ach, hast du diesen Casino-Raum. Warte, war hier die Röhre? Dann muss ich da hinterher wieder zurück. Vielleicht kaufen wir jetzt doch diesen Wirbelsturm-Dreher. Erstmal gebe ich das hier ab. Diesen Samen sind Teil einer uralten Geschichte. Pflanzt du alle vier der verschiedenfarbigen Knospenblumen, wird sich ein Wunder ereignen. Ich frage mich, was geschehen wird. Ich kann diesen Tag kaum erwarten. Du hast einen Samen für mich? Danke, das freut mich. Wir können noch mal zum Postamt. Zuerst gehe ich hier hin. Wir haben einen Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt. Oh. Warum nicht? Komm her. Erstmal zwei Items pro Runde einsetzen, das ist auch nice. Versetzt einen Gegner für kurze Zeit in Schaff, das ist auch nice. Mann, der hat alles lagerkauft. Dann gucke ich mal, ob neue Briefe da sind. Im Postamt. Ah ja, Mario, ja, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Bombett. Staubtrockene Bahn? Hier bitte. Liebe Bombett, wir schreiben diesen Brief an dich, der wertvollsten und explosivsten Bomb-Omb, als bescheidene Anfrage. Zwar dauert es noch etwas, aber wir planen eine große Eröffnungsfeier für eine neue Teilstrecke zu halten. Wir denken, dass dieses Event zu einem Knaller wird, wenn wir auf deine explosive Hilfe zählen dürfen. Die Leute lieben Feuerwerk, wir werden uns nochmals bei dir melden, wenn dein Abenteuer zu Ende ist. Hochachtungsvoll, staubtrockene Bahn, Transportabteilung. Oh, Hochachtungsvoll klingt ja auch schon wieder so nach dem Rechtsanwalt. Dann einmal Paracarry. Waka. Hier bitte. Wackuhu! Hier ist Waka. Herr Paracarry, von meinen schattigen Plätzchen aus sehe ich sie immer über den Klippenberg fliegen. Es muss schön sein, an einem sonnigen Tag durch die Luft zu segeln. Sie müssen mir mal davon erzählen. Ich wünsche mir von den Sternen, dass sie niemals vom Himmel fallen. Waka von Klippenberg. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Items würde ich mal sagen, sind wir noch etwas gut ausgestattet, obwohl, wenn wir in die Röhre gehen, würde ich dann doch noch ein paar Items holen. Weiß ja nie. Dann gehen wir in der nächsten Folge direkt. Hält es hier auf? Dann hole ich jetzt erstmal ein paar Items. Items war hier, ne? Blume sagt Items. Dann schaue ich mir einmal das Gebäude da an und dann einmal Honigsirup. Mal kurz. Jetzt habe ich ja noch genug. Komm, nehmen wir noch ein Pest dazu. So. Wir können ja auch wieder Sachen bei Omelette aufbessern. Ich glaube, das machen wir. Dann gehe ich in der nächsten Folge dann in die Röhre. Dann schauen wir uns das neue Gebäude an, was freigeschaltet worden ist. Und dann gehen wir zum Nimmer-Nimmer-Wald, ne? Omelette, ich brauche neue Sachen. Ja, bitte. Ja, einmal einen Pilz, bitte. Tralalalala.
nochmal. Pilz. Ich frage mich, ob sie was mit der Limette machen kann. Irgendwann, das probiert mal aus, den Rest mache ich dann offscreen. Weil wir haben schon 30 Minuten und ich möchte die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen. So, was machst du eigentlich mit der Limette? Ich koche mit Limette, okay. Tralalala. Gott, ihr Gesicht. Ja bitte, es ist gar nicht so übel geworden. Ja, bitteschön. Das ist irgendwie unbefriedigend. Das ist irgendwie unbefriedigend. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe jetzt irgendwas mit was anderem gerechnet. Nur nicht das, was wir schon haben. Naja. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.